Willkommen zurück bei A Link to the Past. In der letzten Folge haben wir uns ja hier zum Schildkrötenfelsen begeben. Und jetzt bauen wir hier das Erdmedaillon, wie es aussieht. Was wir nicht haben aktuell. Und deswegen springen wir hier runter und werden das uns jetzt versorgen. Müssen wir erstmal gucken, ob wir hier irgendwie gescheit von dem Felsen runterkommen wieder. Aber es kann sein, wir müssen erstmal in die andere Welt rüber wechseln. Aber vielleicht kriegen wir so das Herzteil, was wir in der letzten Folge hier drüben gesehen haben. Zumindest kann Link jetzt alles anheben, was es gibt. Gucken wir nochmal unter alle Felsen, weil wir können ja wieder zwei Herzen gebrauchen. Ja, Erdmedaillon. Ah, da sieht man einen Eingang oder einen Ausgang. Sehen wir es. Ah, gut. Und hier sind auch Haufen. Gucken wir uns hier mal um. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Du gehst weg. Aha. Guck mal, was in der Kiste da drüben ist. Hier sind ja so viele Kisten. Cool, so viele Kisten. Lass mal hier hochgucken. 50 Geld. Wie kommen wir denn dort drüben hin? So. Nochmal 50 Geld. Wenn wir Geld bräuchten, wäre das schon nicht schlecht, ne? Nee, das hilft nichts. Kriegen wir das Ding da weg. Ah, gut, das hat's gebracht. Was wollen wir hier? Eigentlich nichts, ne? So. Wieder Geld. Jetzt muss ich den Weg wieder zurückgehen, weil ja. Oder? Doch. Ah. Na gut. Nochmal 50 Geld. So, wir sind eh jetzt voll. Ich will nur wissen, wie ich wieder da oben hinkomme. Muss ja irgendwie einen Weg geben, ne? Müssen wir auf jeden Fall. Ja. Nochmal zum Eingang. So. Vielleicht kann man das irgendwie. Ich glaube, Luftmedaillon konnte Sachen sichtbar machen. Sehen. Ah, okay. Wir sehen was. Ich sehe eine Brücke. Dit. 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 Gefühlt. Na. Ah. Dit. 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 Ja. Ah, ah, ah. So, na machen wir mal. Jawoll. Ein Herzteil, noch, was heißt Herz? Ein Herzl.
Guck mal, was hier ist. Da ist ein Ausgang. Mal gucken. Sind ja überall Ausgänge, ne? Dass man auch alle irgendwie... Hier ist schon mal eine Fee. So. Ich werde die Erholung verschaffen. Super. So, und hier? Hier kommst du auch wieder ins Freie. Ah. Okay. Jetzt will er trotzdem da oben erst nochmal gucken. Da wollten wir eigentlich hin, wo ich gerade war, aber hier gucken wir auch nochmal. Also legen wir mal eine Bombe hin. So. Und was ist hier? Oh, Feen. Wie viele Feen haben wir denn in unserem Gläschen? Wir sind voll. Ah, okay, wenn wir mal eine Fee brauchen und hier in der Nähe sein sollten, dann gehen wir da hin. Gut. Alles erkundet und jetzt müssen wir eigentlich wechseln in die andere Welt, ne? Herzteil, hurra! Herzteil gefunden! Na. So. War bei der Hexe irgendwo ein Teleporter? Ich weiß es nicht, weiß es nicht. Da müssen wir so nämlich irgendwo das Erdmedaillon finden. Am besten wir gehen. Oder kommt man aus in der anderen Welt wieder zurück irgendwie? Zum Fuß des Berges. Was ist denn, wenn ich hier hinspringe? Aha. So, und was sind denn da unten für Ausgänge? Ich muss mal hier gucken, da waren wir auch noch nicht, oder? Ist ja auch noch was versteckt. Auf jeden Fall ist was versteckt, aber. Kaufen Geld, was jetzt nichts nützt. Bomben. Einige Bomben. Und einiges Magie. Achso, hier geht's gar nicht weiter. Irgendwo noch eine Bombe? Nee. Oh, sieht auch wieder verwinkelt aus, was hier alles ist, ne? Ah, da kommen wir aktuell nicht durch. Da können wir ja quasi nur hier runterspringen. Oder? Wow, was ist denn das? Ein Leune. Wo bin ich denn hier? Hier geht's dann bestimmt zum Endboss. So weit sind wir aber noch nicht. Oh ja. Kann man hier nämlich noch nicht rein, weil dadurch eine magische Barriere geschützt ist. Okay. Hier gibt es nichts weiter. Na dann wieder zurück. Okay. Oh, das ist schon der Tempel, wo wir hier mal waren. Oder konnten wir hier bisher noch nicht hin? Kann sein, dass wir hier noch nicht hin konnten. Hätte ruhig ihr Herz fallen lassen können. Achso, zum Thema. Na gut, hat nichts gebracht. Was ist denn, wenn ich hier runterspringe? Komme ich denn da hin? Wow. Das ging ja ganz schön abwärts. Großes Labyrinth.
Ist aber sie doch forschen wir auch noch. Okay. Hier runterfall. Na, wir sind ein Herz, ne? Mal gucken, wo wir hier reinspringen müssen. Hier waren wir auch schon mal. Naja. Weiß nicht, ob das uns sehr viel bringt hier, das noch. Wir wollen ja auch mal weiterkommen, deswegen begeben wir uns jetzt wirklich mal in die andere Welt. So, und jetzt lassen wir uns abholen vom Vogel. Ich denke, bei der 2 ist auch irgendwo ein Teleporter, aber den finde ich jetzt nicht so schnell, weil ich nicht mehr genau weiß, wo der war. Deswegen gehen wir einfach ins Schloss rein. Erstmal ihn hier außer Gefecht setzen. Nichts drunter. Das ist nämlich ungefähr dahin, wo man die Flossen her hat. Mal sehen, ob hier irgendwas Gescheites ist. Außer Geld. Einmal nicht. Na gut, nehmen wir den Stein zur Seite. Ja. Was ist das? Oh, die Viecher hatten wir auch noch nicht. Ist das ein Octorok? Naja, so ein bisschen merkwürdiger Octorok, oder? Gut, da war nichts drunter. Was steht hier auf dem Schild? Teich des Unglücks. Hoffentlich bringt er uns kein Unglück. Und warum lassen die alle kein Herzl fallen? Lass doch mal ein paar Herzeln fallen hier, Mensch. Hier waren wir auch noch überhaupt nicht, ne? Jetzt haben wir Herzen gekriegt. Und noch Herzen. Thank you.
Verflucht sei derjenige, der es wagt, etwas in meinen Teich zu werfen. Wirklich? Komm, wir werfen einfach mal irgendwas rein. Ah. Schepper, Schepper. Was war das? Oh, du hast mich aus schönen Träumen gerissen. Nimm dies und verschwinde wieder. Ha, und da haben wir das, was wir brauchen, nämlich das Erdmedaillon. Seine Magie lässt die Erde beben und lähmt die Gegner. Achte auf deine Magieanzeige. Na gut, also. Dann. Erstmal wieder hier rüber. Dass wir einen sicheren Stand haben, wenn wir wechseln. So, hier können wir, glaube ich, unseren Spiegel einsetzen. Wir müssen ja wieder dort hoch, ne? Also Flöte. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Also, eins. So. Komm, Opa, heil uns mal. Ja, hab ich bla. Erholung, bla. So, Erholung. So, jetzt sind wir gleich wieder drüben. So, und oben wissen wir ja, dass eine Fee sich auf uns freut. Also wieder hoch. War das der richtige Abzweig? Ich glaube schon. Das war so. Zwei auf einen Streich. Fee. So, und jetzt wieder der richtige Reihenfolge. Ach ne, müssen wir gar nicht mehr. Ist schon ist noch aktiv, das Ding. Nee. Mist. So, also wechseln wir rüber. Und jetzt haben wir doch hier das Zeichen, was auf unserem Erdmedaillon ist. Also, probieren wir es aus. Der Kopf verwandelt sich in eine Treppe. Okay. Wunderbar, stecken wir es wieder weg, das Erdmedaillon. Und springen rein und versuchen zu Zelda zu kommen, würde ich sagen. Aber was genau uns hier erwartet, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Für heute sage ich Tschüss, macht's gut, euer Astronier. Tschüssi.